das Unaussprechliche. Als andere Beschreibung des Momentes der Bewusstseinsentstehung. Das Infans erkennt das Begehren. Es ist nicht einfach ein Schlüssellochmoment der Beobachtung, zum Beispiel der Kopulation, der Funktionierenden von Tieren, welche nach wenigen Sekunden bis Minuten zum Erfolg gekommen ist. Es geht hier um etwas völlig anderes beim Menschen aufgrund der Abkoppelung. Erkennt das Kind diese Abwesenheit, dieser Tranceblick der Mutter, das Kind, das noch nicht im Symbolischen angekommen ist, erkennt alles im Realen. Erkennt dieses translucide, verklärte Schweben der Pietà, die sich anderswo befindet oder befunden hat. Denn bei Menschen ist aufgrund der ternär notwendig gewordenen Aufspreizungen ein ganz anderer Prozess über Minuten, über Stunden, über Tage, über Monate, über Jahre hinweg findet der statt. Die eleusischen Mysterien sind nichts anderes als dieses mit Todesstrafe belegte Erleibnis der Initiation, dass es hier nicht nur um die Verzückungen jener Funktionsorgane der vorderen Propyläen geht, auch nicht um die Erleuchtungen in der Kathedrale, im Tempelschiff selbst oder gar im hinteren Adyton. Nein, es geht bei diesen Spezialbehandlungen, die alle Sphinkteröffnungen gleichzeitig einbezieht, bis über ihren Abgrund hinaus, über den Tempelboden, über die Adytonwand hindurch, um die Begegnung sozusagen mit dem organismischen Selbst, mit dem Rhizom, mit der Matrix, mit dem Lebensdämon, mit der eigentlichen Abgöttlichkeit, Ungrundigkeit. Die Frauen erfahren diese Begegnung in ihren Verklärungen, zum Beispiel der heiligen Teresa, hier hysterisch verzerrt und deshalb sogar in Worte gebracht, metaphorisch. Es ist dies nicht die Hölle, es ist dies nicht der Teufel, es sind die Unterweltenbegegnungen, die Unterweltfahrten, die Begegnung mit dem Organismischen selbst, mit dem Fleischlichen, mit dieser konvulsiv kontumneszenten
pulsierenden, gelatineartig unverwüstlichen Matrix in ihrer Neuweltengenerierungspotenz und damit natürlich auch der Auslöschungspotenz des Tödlichen in ihrer, in eurem organismischen Vorgang des Pulsierens, des Abschnürens, des Sich-Häutens, des Sich-Wärmeform-Windens, Wiedererneuerns. Der Invaginationen, der Umstülpungen, Einstülpungen, Wiederausstülpungen. Also der Erfahrung dieses Durchgangs durch das Aufgerissenwerden und Wiederverheilen und dazwischen der Begegnung dieses sprachlos nicht undenkbarsten, sondern unaussprechlichsten Erfahrung der Katara, der Dodona, der Eloisischen und dieses Erleben mit der Begegnung mit dem Lebens-Todes-Prinzip, diesem organismischen Pulsieren per se, innerhalb eines Weihegefäßlabyrinths, innerhalb von Blasensphären, die noch in anderen Blasensphären stecken. Dies erkennt das Kind. Das erkennt, Kind erkennt die Abwesenheit, dieses tranceartige Hinweggebeamtsein der Mutter an einen anderen Ort, in ihrer verzückten Verklärung, wissend, dass dies nicht sich auf ihn, es, das Kind selbst bezieht, sondern sie in anderen Gefilden weilt und er somit dem Verderben anheimgegeben ist. Sprachlos wird, während sie nun ob der Begegnung mit dem Dämon, mit Pan, mit der Abgöttlichen, mit dem Pulsierenden, organismisch sich windenden Herz des Seins in Zungen zu sprechen beginnt, ob dieser überwältigenden, entgrenzenden, grenzüberschreitenden Erfahrung, das ist das Proton-Pseudos und dieses Phänomen, das immer wieder mehr Kapitalismus erzeugenden, mehr Genießenszwangs des genießenden Fleisches beim Menschen, der sich immer größere Dinge in immer mehr ekstatische Eröffnungen zugleich hinein zu stecken, den Abenteuermut hat, dem Realen, dem Unmöglichen zu begegnen. Eben als nicht abstrakt vergeistigtes Chimärengespenst über den Wassern, sondern als dieser pulsierende, sich kräuselnde, kröselnde, grausige, pulsierende Allmächtigkeit eines Menschen.
Schleimpilzes, eines Hallimarschs, eines Punkt, Punkt, Punkt. Die Begegnung mit der Leibzeitlichkeit in ihrer nacktschleimigsten Ursprungsform, also welche gleichzeitig durch die ekstatischsten Überhöhungen und enthusiastischen Lustentgrenzungen seinen unzurückbeißbaren Suchtwiederholungszwang und seine Präferenz und Vorrangigkeit, dieses masochistische Spiel sich hernehmen zu lassen und am Ende der Unterwerfungen und der Niederwerfungen triumphal als die gereinigte, beglückte, entzückte, verzückte, verklärte, erleuchtete daraus hervorzugehen. Das ist das Proton Pseudos. Diesen Shift, dieses Hinwegdriften, diese Aphanesis der Mutter an einen anderen Ort, in ein anderes Paralleluniversum, das man selbst nie mehr erreichen wird und das man auch in den Ersatzsubjekten, die man da einzusetzen versucht, das wieder gut zu machen, erneut wieder erfahren wird, dass dieses Tor der Dike, der Ananke oder wie es in Stargate dann dargestellt wird, dieses Welten-Durchtunnelungstor immer wieder sich hindurch beamen lassen werden und je eingeübter, umso häufiger in die Begegnung mit der dann authentischen Existenz der Verlorenen und der hinter diesen Schleiern der Finsternis wiederzufinden ist. Dies findet nur beim Menschen statt, da nur beim Menschen alle Tempelzugänge, die für eigentlich andere Zwecke reserviert waren, zum Beispiel als Kloake, als Entwässerungsöffnung unter dem Tempelboden. Punkt, Punkt, Punkt. Sie wissen schon, worauf das weiter hinauslaufen würde. Das war die Nacht. Die Nacht, die das Unaussprechliche, den eigentlichen Grund der Bewusstseinsentstehung beim kleinen Kind in der Erkenntnis, dieses in Zungensprechen bekommen der Frauen erblickt, während andere bereits seelenerblindet sind und keine Augen mehr haben zu sehen, was in diesen Momenten passiert, wenn die Frauen die Augen verdrehen und nach hinten oben sehen.